Hallo und herzlich willkommen zur 297. Folge von Project Unstable 3. Ich wollte mal heute, ich muss mal was loswerden. Und zwar, diese Person schaut es wahrscheinlich nicht zu, aber ich möchte mal Danke sagen. Denn, Moment. Mir wurde heute ein Kommentar geschrieben von wegen, also unter mein letztes Video, von wegen, ein paar Witz von dir gedisliked. Er hat ernsthaft 10, 15, 20 Videos, ich weiß nicht genau wie viele, angeklickt und hat immer ein Dislike gegeben. Das ist sehr schön, ich bin da erfreut, denn, also, ich glaube, ich werde ihm nochmal Danke als Kommentar schreiben. ich meine, er hat ja anscheinend nichts dran auszusetzen, hätte er gesagt, was ihm nicht gefällt, okay, aber so sehe ich es einfach nur als Interaktion und danke. Danke, dass du dir die Mühe machst, meine Videos aufzurufen, einen Dislike zu geben und mir damit aufrufe und indirekt, das kann man solchen Leuten immer schön vorhalten, du gibst mir Geld. es ist ein Mikrocent vielleicht, aber ihr versteht's. Ich finde es einfach zu herrlich, was die Leute so denken, die machen mich seelisch damit kaputt, weil sie 15 Videos aufrufen, nur um ein Dislike zu geben. Ich meine, das spiegelt nichts wider. Also, egal. Wie gesagt, Dankeschön für deine aufrichtige Interaktion mit diesen Videos. Danke. So, ich weiß nicht, ich finde sowas eher lächerlich und solche Personen auch allgemein lächerlich, wenn ich das sagen darf. Weil das ist, ich weiß nicht mal, das ist einfach IQ-Test gemacht und mit minus 5000 zurückbekommen. Ich weiß nicht. Vor allem, das Schöne ist, sein Name hat einen Rechtschreibfehler drin. Ich weiß nicht, es ist keine Ahnung. 9 Jahre alt, hat gerade gelernt, wie man YouTube benutzt, sitzt vorm Rechner. Ja, Mensch, ich dislike. Okay. Ja. Wie gesagt. Also entweder er ist noch in der Vorschule, oder er... Ich hasse auch diese Abkürzung. Man schreibt Videos und nicht Witz. Das ist ein Witz! Das ist ein Witz, das Zeug. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum sich das irgendwie implementiert hat, warum Wit für Video und Witz für Videos steht. Toll. Klasse. Du hast dir erfolgreich 2 Buchstaben gespart. Egal. So, ich reg mich. Ich wollte das einfach mal loswerden. ja. Also, wie gesagt. Wenn ihr solche Leute seht, bitte nicht drauf eingehen. Jetzt als Kommentar. Denn diese Leute haben eigentlich keine Aufmerksamkeit verdient. Nur ich bin einer, der sich gerne bei sowas dann bedankt. Weil im Endeffekt geht es ja nur mich an. Ach ja. Normalerweise soll man solche Leute ja ignorieren. Aber wenn sie ein IQ von minus 70.000 haben, dann... Tut's mir leid, dann kann ich ihn nicht ignorieren, dann will ich ihm helfen. Er hat die Hilfe deutlich nötig. So, okay. Genug davon. Ah, ja. Naja, gut. Nein, das sage ich jetzt nicht. Das wäre böse. Das wäre böse. Nein, nein. Er hat ja nichts Böses gesagt. Er hat ja nur gesagt, was er getan hat. Und das ist toll. Das heißt, er kann beschreiben, was er tut. Sehr schön. Ja, so, lassen wir das jetzt. Und kommen zurück zum eigentlichen. Also, jetzt zum eigentlichen Project Unstable. Guten Tag. So, einmal ganz kurz wieder runterkommen, dass ich nicht hier die ganze Zeit am Kichern bin. wir haben ja jetzt die letzten Folgen schon alles Mögliche jetzt abgehandelt. Von Automatisierungsdingern. Es wurde jetzt auch gesagt, ich soll doch mal... Also ich könnte doch hier hinten dieses Stück hinter der Tür noch ausbauen und schön machen. Sowie... Moment, wo war... Was soll ich nochmal? Achso, genau. Und vielleicht... Das Lied ist doof.
Ich nehme das aber auch nie aus der Liste raus, ne? Egal. Dass ich vielleicht Simple Catalyst doch einmal automatisieren könnte. Sache ist die. Ich könnte es automatisieren, klar. Einzige Änderung wäre. Hier haben wir nochmal ein Interface. Das weiß im Moment, 5 Coal werden zu 5 Charcoal. Theoretisch müssten wir da einfach ein Simple Catalyst Rezept reinpacken. Das heißt, wir würden sagen, 1 Zucker, 2 Redstone, 1 Glowstone und 1 Gunpowder geben 1 Simple Catalyst. Das heißt, wir packen die Ingredienzien hier rein. Und dann könnten wir, das ist natürlich dann die Sache, wir müssten, also es geht schwierig mit dem Ding umzusetzen. Deswegen meine Idee war, also wäre wenn gewesen, weil man hier oben ja immer nur ein Item drin haben kann. Okay, ich fange nochmal neu an. Also hier oben muss ja das Item drin liegen, was man raushaben will. Das Problem ist, man kann mit dem E-System nicht sagen, okay, pack an zwei Stellen. Das funktioniert nicht und das ist doof. Und deswegen wäre die einzige Möglichkeit, man macht, was weiß ich, mit einem Timer irgendwie, dass man die Items die ganze Zeit durchrotiert. Das heißt, man nimmt dann die Kohle raus nach einer gewissen Zeit, packt den Simple Catalyst rein. Es ist dann theoretisch langsamer, weil es ja die Rezepte immer wieder austauscht, aber es würde funktionieren, dass man praktisch mehrere Rezepte einspeichern kann. Man kann es auch noch ganz anders machen, aber das ist dann zu umständlich. Also wie gesagt, das Einfachste wäre noch ein Ballad of Alchemy. Hier oben anstatt Kohle Simple Catalyst rein, das Rezept reingepackt und gut ist. Ich meine, das Zeug frisst ja auch nur Blut, wenn es aktiviert ist, von daher. Ist halt ein bisschen größer dann, aber ach, komm. Also wie gesagt, ich automatisiere es jetzt nicht, das ist mir zu. Ja. Ich muss sagen, das hat jetzt nicht unbedingt den Wert. Wie gesagt, einfach das Rezept ändern und hier oben ein anderes Item reinlegen. Ende. Okay, das können wir dann vielleicht noch machen. Am Ende, dass wir irgendwie das hier noch schön bauen. Hier deine Treppen runter und hier hinten noch eine Wand zu. Das wäre im Endeffekt, was ich noch vorhatte. Hier vielleicht ein Deck reingezogen. Und das war's. Mal gucken. So, aber jetzt erstmal zu etwas anderem. Und zwar Void. Wir haben hier ein Quantum Link Chamber. Wer es nicht kennt, ist eine Kombination aus 8 Quantum Ringen und in der Mitte einem Quantum Link Chamber. Da packt man dann so ein Quantum Entangled Singularity rein. Die macht man so, wie es jetzt hier steht. Das kann man, auch selber selber, kann man sich aber selber nachgucken. Und hier haben wir nochmal Radioisotopes und Thermoelectric Generator, die Strom produzieren, womit sie hier diese Dense Energy Cell auffüllen. Ich kann heute nicht sprechen. Die Dense Energy Cell auffüllen. Als praktisch kleinen Backup sollte mal irgendwie das System kurz einen größeren Powerschub brauchen, den das Ding hier nicht liefern kann. Dass wir praktisch einen kleinen Puffer haben. Weil der Scepter zum Verteilen und dann geht's praktisch hier rein. Und dann haben wir hier einen P2P-Tunnel, der hier rangeht. Praktisch das P2P-Netzwerk geht daran. Das heißt, wir kriegen die 32 Channel von diesem Ding hier rein. Wir können theoretisch noch mehr machen, indem wir einfach sagen, okay, wir packen einen anderen P2P-Tunnel hier noch dran. Beispielsweise den hier verknüpfen wir jetzt auch noch mit diesem Netzwerk und packen die beiden zusammen. Dann hätten wir 64 Channel zur Verfügung. So, aber jetzt erstmal, wie nutzen wir die Channel und wo kommt es an? Und zwar Void. So. Jetzt wird es gleich wieder lecken durch die Bäume. Jetzt regnet es auch noch. Moment. Ich will nicht, dass es regnet. Einmal diesen. Lalalala. So. Okay. Hin. So. Und zwar stehen wir direkt auf dem Quantum Link Chamber. Hier ist praktisch das Gegenstück. Hier ist die zweite Singularity drin. Hier haben wir auch nochmal eine Energy Cell, die praktisch auch nochmal einen kleinen Power Buffer hat, damit das Ding hier anbleibt. Und dann haben wir das Ding so gebaut. Praktisch, jetzt zeige ich das am besten. Hier oben kommt praktisch das P2P-Netzwerk raus. Hier ist der P2P-Tunnel. Und damit gehen wir. Es leckt euch die Bäume wieder so extrem.
okay, es arbeitet alles toll. Geht praktisch hier an dieses kleine Stück. Das heißt, der Wireless Access Point erlaubt uns praktisch hier auch alles zu erreichen, was wir erreichen wollen mit dem Wireless Terminal. Das heißt, wir können hier auf unserem E-System zugreifen, überall. Wir haben hier nochmal einen globalen Zugriff. Hier haben wir nochmal ein Interface Terminal, um zu Hause nochmal Rezepte hinzuzufügen, falls wir es brauchen. Und hier haben wir nochmal eine Pattern Terminal. Ja. Das ist im Endeffekt das einzige vom Haupt-ME-System, was ich jetzt hier direkt nutze. Und dann haben wir hier noch was. Das kommt oben auch von dem Quantum Link Chamber. Das ist praktisch die Dense Energy Cable. Worüber wir dann auch mit P2P praktisch wieder abzwacken. Das kommt schon aus dem P2P raus. Und zwar von hier. Also praktisch ja hier dieses Quantum-Ding. Und dann haben wir hier oben. Kriege ich es hin? Hier, P2P-Tunnel, mit dem wir dann halt wieder laden. Und dadurch haben wir praktisch hier 32 Channel minus die, die wir jetzt da oben auch noch genutzt haben. Für die, für den Wireless Access Point, das Terminal und so weiter. Das wird halt abgezogen. Und danach haben wir hier nochmal einen P2P-Tunnel, der praktisch dann von hier die Dinger nach hinten verteilt, wo wir sie brauchen. Und zwar einmal brauchen wir es hier, damit wir einen Input machen können. Hier haben wir einen Storage Bus und Interface-Kombination. Das heißt, wir können vom Haupt-ME-System alles sehen, was in diesem Subsystem ist, und das bedeutet im Endeffekt eigentlich nur, dass wir, komm ich hoch, dass wir alles sehen, was hier in dieser ME-Chest ist, und das sind im Endeffekt diese Mystery Flower. Das ist der einzige Abzweig vom ME-System, bis auf, ja, was haben wir hier? Ja, hier laden wir auch schon wieder, eigentlich das ist der letzte P2P. Das geht einmal hier dran, damit wir praktisch hier aus dem Haupt-ME-System Oakwood, Stone und Cake zur Verfügung haben. Hier haben wir auch nochmal eine Kombination von Interface und Storage Bus, damit wir praktisch nur ein Channel vom Hauptsystem nutzen, aber 8 Channel intern zur Verfügung haben. Und die brauchen wir dann hierhin zum Verteilen von den Dingern hier, von Sticks und was weiß ich nicht alles, damit wir das ganze Circuit powern können. Ja, und halt noch den Dingens hier, den Input von dem Ding hier. Also nicht von dem Ding, sondern von hier. Hier unten ist nämlich noch einen die Automatisierung vom Blattaltar, indem wir gesagt haben, okay, wir haben hier praktisch die ganzen Slates, die ganzen Pattern dafür, und wir haben hier ein Transvector Interface, in die wir praktisch dann die Items reinpacken, die wir haben wollen. Also das landet praktisch hier oben in dem Altar Manipulator, der erlaubt die Automatisierung, indem wir da Items reinpumpen können und erst wieder rauspumpen können, wenn sie fertig sind. Und dafür war dann praktisch die Conduit da, die das dann wieder rausnimmt. Also ich kann dir mal ganz kurz zeigen, wenn ich jetzt hier sage Slate und sage, ich möchte gerne den Mute Slate haben, dann packt der hier oben das Zeug rein und hat dann praktisch hier unten die fertiges, also packt die unten die Slate rein, wenn sie fertig ist, nimmt das wieder hoch und man kann sie raussaugen. Klingt jetzt doof, warte mal, ich kann Blank Slates machen. Ich glaube, es war aber so, dass immer nur eine rein konnte, oder konnten mehrere rein? Ne, es konnten noch mehrere rein. Ja, na, dann macht er halt jetzt, wie gesagt, hier oben, das ist der Input, hier ist Stone, wird nochmal angezeigt, was drin ist gerade. Mhm. Und wenn das Ding fertig ist, dann wird das praktisch ausgetauscht. Ist im Endeffekt eine Automatisierung nur über Ferne automatisiert mit dem Transvector-Interface. Damit wir praktisch von Ferne drauf zugreifen können auf den Block hier. Ja. Man könnte es auch noch anders machen, indem man den Altar an sich irgendwie zig Dinge anklemmt und mit Conduits arbeitet, was ich am Anfang machen wollte mit dem Transvector-Interface und dass man es mit Redstone-Signal macht. Aber brauchen wir nicht. Wir haben Sangumancy und das reicht. Okay. Ja, wie gesagt, das war das. Und dann haben wir noch hier das Haupt-ME-System von der Void-Dimension, praktisch ein anderes System. Das wird gespeist durch Radioisotope Thermoelectric Generator, die hier praktisch so ein bisschen Strom erzeugen, damit das ME-System immer angeht. Denn das Problem ist, was wir vorher hatten, der Strom kommt von hier hinten. Der Strom wird über das ME-System geschickt. Weiß nicht, wie ich sagen soll. Und aus unerfindlichen Gründen kann dieser Strom auf 0 gehen.
Ich weiß nicht wie, das Zeug verbraucht erzeugt die ganze Zeit immer gleichbleibend Strom und verbraucht weniger, als es erzeugt. Wie gesagt, hier. Plus, was weiß ich nicht alles. Egal. Deswegen halt die Dinger jetzt zum Backup, damit es wieder anläuft. Und hier kommt praktisch der Strom raus und bepowert zum E-System und ist ja egal. Ja, Frage ist, womit fangen wir jetzt an? Ich würde sagen, hiermit. Baumfarm ist ja eigentlich relativ einfach. Wir haben im Endeffekt hier ein Interface, in das der Harvester alles reinpackt. Wir haben auch hier drunter noch eine Conduit, die praktisch die Flüssigkeit dann auch noch raussaugt und hier in ein Fluid Interface packt, damit wir praktisch die Flüssigkeit auch noch interaktiv benutzen können. Und hier mit dem Storage Bus halt die Oak Sapling in die Trashcan, weil wir es nicht brauchen. Hier drüben nochmal das gleiche ohne Trashcan. Ja. So, und dann, weil ich überlegt hatte, dass wir doch einen Steam Boiler nehmen können und doch ganz viel Steam erzeugen und mit dem Steam dann Strom erzeugen können. Ja, die Idee war auch nicht schlecht. Das Problem ist, die Idee funktioniert so nicht. Denn wir brauchen, ihr seht ja, wie viele Coke-Oven ich jetzt hier habe von Immersive Engineering, um Zeug zu erzeugen. Und ja. Die sammeln im Moment alles ein. An Flüssigkeit. Immer so nebenbei. Und löschen das. Alles, was praktisch hier an Creosote zustande kommt. Weil, ja. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ist auch Steam drin. Jetzt weiß ich, warum der keinen Creosote mehr abgepumpt hatte. Der hat die Bedrock hier mir voll mit Steam gemacht. Ach Gott. Okay, das kommt davon, wenn man hier nicht filtert und dann alles mögliche reinkommt. Okay, also Idee war, das sind Creosote Oil Dinger gewesen und anstatt den Void Pipes haben wir es anders geregelt. Und zwar hier unten. Wir haben hier nämlich einen Coke Oven und wir haben hier ein ein Storage Bus, damit wir praktisch Holz reinlegen können und Kohle raus dann. Und wir haben einen Fluid Import Bus, der eigentlich dann das Creosote All eingesammelt hätte. Und dann haben wir hier eine Subnetzwerkverkettung. Das heißt, wir haben hier ein Subnetzwerk, das beinhaltet drei Coke Oven. Das geht dann über Interface Storage Bus Connection in das nächste Subnetzwerk. Dieses Subnetzwerk hat dann praktisch hier hinten den Anschluss. Diese beiden Coke Oven. Und dann geht es ins nächste Subnetzwerk. Das nächste Subnetzwerk ist dieser Coke-Oven und dieser Coke-Oven. So, und danach geht es wieder ins nächste Subnetzwerk. Was da dieser Coke-Oven ist? Beziehungsweise diese drei, vier Coke-Oven, die auch nochmal ein Subnetzwerk sind. Also es ist eine Ansammlung von Subnetzwerken. Damit wir im Endeffekt auf diese kompletten, auf diesen kompletten Block von wir greifen auf 12 Coke Oven zu mit Hilfe von einem Storage Bus Interface Connection. Also mit dem Storage Bus hier sehen wir alle Coke Oven, alle Inhalte von den Coke Oven. So ist es aufgesetzt. Und mit dem Fluid Storage Bus sehen wir alle Flüssigkeiten. Oder beziehungsweise wir haben hier ein Fluid Interface und Storage Bus, das heißt, wir sehen alle Flüssigkeiten in diesem Netzwerk und können damit interagieren, können die rausnehmen. Und das ist geil. Und wir hatten hier praktisch, ihr seht praktisch, das hier ist das blaue Netzwerk. Und hier oben sieht man nochmal was Blaues. Das ist praktisch dann der Storage Bus, der unten, der an die Drum geht. Hier oben, da sieht man es irgendwie so halb, wenn man es sehen kann. Ja, wir haben hier einen Export Bus für Creosote Oil, das hatte ich definiert. Was praktisch hier an die Seiten geht in diese Fluid Pipes. Das heißt, das Ding wäre dann hier hochgegangen und hätte es verbunden und hätte Creosote Oil hier reingepackt. Wie gesagt, dass er jetzt Steam ist, hat einfach nur das Problem, wir importieren hier und die einzige Speichermöglichkeit für das Ding war halt hier diese Bedrockium Drum, nachdem das Creosote raus war. Und ja. Na gut, egal.
Ja, also wie gesagt, Ansammlung von Subnetzwerken, das heißt, mit Hilfe von 2 Channeln können wir 18 von den Dingern beanspruchen und ja, mit denen interagieren. Und das ist richtig, richtig geil. Achso, und wir haben noch einen Export-Bus für die Charcoal, die praktisch ja noch rauskommt. Das heißt, wir haben praktisch, also wie gesagt, wir greifen ja hier auf die Sachen zu mit dem Storage-Bus, können wir alles sehen. Und dann haben wir hier einmal einen Export-Bus, der praktisch hier in das Interface die Charcoal packt. Die wird hier drinnen gespeichert. Und wir haben noch einen Import-Bus, der auch an diesen Storage-Bus geht, der praktisch dann das Holz importiert. Und das Holz in die Coke-Oven packt. So. Ja. Und das gleiche Ding haben wir drüben nochmal gebaut. Ist exakt das gleiche. Nur ein bisschen organisierter, wie ich finde. Man sieht so ein bisschen von der, vom Aufbau her. Weil das Ding war das erste, das war das zweite und da habe ich es wesentlich einfacher organisiert. Hier hinten die drei, habe das klar abgetrennt und so weiter. Aber das erste sieht immer dämlich aus. Und das hier, das ist auch witzig. Wir haben hier einen Exportbus für Holz, damit wir hier praktisch in diese Kiste Holz exportieren können, welches wir dann importieren. Und dann die Coke auf den Packen. Problem ist allerdings, wir haben im Moment keinen Holzbacklog mehr, weil der das alles verbraten hat und die Dinger nicht gearbeitet haben. Dadurch ja, sind die ganzen Dinger hier leer. Aber wir dürfen genug Charcoal haben. 40.000 reicht. Ja. Genau, das haben wir halt praktisch hier mal aufgebaut gehabt. Und der High Pressure, also der Steam Boiler, hat uns dann aus Creosote Oil und Wasser Steam hergestellt praktisch. Je höher die Temperatur, desto mehr Steam. Und wir haben auch ein paar Bedrockium Drums voll gekriegt mit Steam. Das Ding war mal angeschlossen. Das hatte praktisch hier per Storage Bus und Export Bus dafür gesorgt, dass die Steam Dynamo immer schön mit Steam gefüllt sind. Und die haben dann praktisch Strom erzeugt. Allerdings viel zu wenig für die Menge an Steam und den Aufwand, den ich hatte, diesen Steam zu erzeugen. Also ich muss wirklich sagen, Aufwand nutzen ist wirklich für den Arsch. Ich sag's einfach so, wie es ist. Wir haben 24 Coke-Oven hier stehen. Diese 24 Coke-Oven haben, ich glaube, gerade so gereicht, damit der Steam-Boiler dauerhaft arbeiten kann. Und immer konstant Steam produziert. Aber dieses Steam, was rauskam, war zu wenig für diese 5 Steam-Dynamo. Und ein Steam-Dynamo erzeugt uns 320 F. Mit Augmenten. Ich habe hier minus 15 Base Fuel. Also ich habe hier wirklich gesagt, okay, wir gehen auf minus 15 Fuel consumed im Endeffekt. Also wir verbrauchen schon weniger, als es normalerweise verbraucht und erzeugen trotzdem mehr Strom. Aber es ist trotzdem noch zu viel. Das heißt, ich glaube, wir könnten 3 in dieser Konstellation, also wir müssten die komplett mit diesen Dingern hier vollpacken, mit diesen Fuel Verbesserungsdingern da. Damit wir es damit betreiben können. Es ist einfach, ich weiß nicht. Ich wollte 2 reinmachen. Ich wollte hier Steam Dynamo haben und hier Steam Dynamo und damit Strom erzeugen, aber es ist einfach viel zu viel. Ich weiß nicht, warum das so viel Steam konsumiert. Wahrscheinlich gibt es von Thermal Expansion irgendeinen Block, der extrem viel Steam in kurzer Zeit produziert. Nicht so wie dieses Teil hier über einen langen Zeitraum. Im Endeffekt trotzdem relativ viel, wie ich fand, aber anscheinend zu wenig. Naja. Wie gesagt. Ich wollte unabhängige Stromversorgung nur mit Steam machen. Hat nicht funktioniert. Und die Dinger hier laufen einfach mit Octadict und Charcoal und die erzeugen praktisch hier diese 12 Stirling Generator, erzeugen praktisch den kompletten Strom für die Basis hier. Plus halt diese Radioisotope Thermoelectric Generator. Ja, ich hatte auch mal rumexperimentiert mit einem normalen Steam Boiler, wenn ich da Kohle reinpacke. Problem ist, das Ding produziert auch zu wenig Strom, also zu wenig Steam. Verbraucht zu viel Charcoal, die ich mit dem Setup hier nicht mal nachliefern könnte. Also ich bräuchte irgendwas, was extrem schnell brät. Holz zu Charcoal. Aber das hat sich einfach nicht gelohnt. Ich dachte halt vielleicht als Ergänzung, dass wir praktisch, was wir hier an Kohle gewinnen, dort reinpacken.
War auch viel zu wenig. Weil wir verballern die Kohle so schnell. Das ist einfach nicht schön. Ja, hier steht noch eine Magnum Torch, damit hier keine bösen Mobs spawnen. Und ich überlege gerade. Ich möchte das irgendwie nicht mehr diese Folge machen, weil das ist nochmal ein großer Batzen hier, dass wir jetzt die eine Seite gemacht haben. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob wir hier unten noch irgendwas haben. An kleinen Automatisierungen, die ich jetzt übersehen hatte. Also wie gesagt, Subnetzwerkarbeit hier. Überall hier sind P2P-Tunnel, die praktisch nochmal schön verteilen. Das heißt, wir haben bei allen Seiten 8 Channels zur Verfügung, die wir schön nutzen können. Für die RF-Tunnel und Fluid-Dinger und was weiß ich nicht alles. Also ich finde es lustig, was wir hier gemacht haben. Auf jeden Fall. Reichen vielleicht die Chunks nicht? Nö. Es lädt auf jeden Fall alles. Egal. Naja. Dann würde ich sagen, wir belassen es jetzt hier dabei. Das will ich dann das nächste Mal erklären, weil ich möchte das hier gerne in einen, also praktisch die drei Dinger in eine Folge packen. Die Quarzautomatisierung geht jetzt länger als 4 Minuten. Können maximal die Botania-Blumen noch machen, weil das ist keine große Automatisierung. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben eine Jaded Amaranthus genommen. Die erzeugt ja Botania-Blumen in einem gewissen Radius. Ich kann das hier mal ganz kurz zeigen, in welchem Radius. Das war in diesem Radius. Und dann auch nur auf den... Das war der Sludge-Spoiler. Und dann halt praktisch nur auf Grasblöcken. Das heißt, wir erzeugen praktisch hier Blumen. Hier oben haben wir ganz viele Annihilation Planes in jeweils Subnetzwerken, die dann in ein Netzwerk gehen und dann das alles verteilen. Auf der einen Seite haben wir hier einen Puffer für blaue Blümchen. Denn die werden exportiert und landen auf diesem Conveyor Belt. Beziehungsweise, ja, auf diesem Conveyor Belt. Fahren hier hoch. Und dann hier oben in das Item-Silo rein, welches im Moment voll ist, deswegen liegen hier die ganzen Dinger rum. Hier haben wir 41.000 drin. Die wurden dann rausgenommen und praktisch dann hier über diese Auto-Project-Table, wie man es noch so halb erkennt, gecraftet. Ja. Also automatisch gecraftet und dann hier gespeichert in Form von Blue Powder, weil man das als Lavendelersatz schön, Lapisersatz schön nehmen kann, wenn man es im Crafting-Rezept hat. Das ist das. Und gepowert haben wir es halt auch relativ leicht. Wir haben hier einfach Thermalilies, die Energie erzeugen. Zwei Thermalilies reichen anscheinend. Ich bild mir aber ein, ich hatte mal 4 stehen. Die sind halt mit hier oben dem Ding verbunden. Das erzeugt Mana hier und die Jaded Amaranthus unten sammelt das ein. Hier oben haben wir auch noch einen Jaded Amaranthus, eine zweite. Die ist einfach nur für Deko-Zwecke. Hat keinen großen Effekt, einfach wirklich rein Deko. damit wir hier oben praktisch auch noch ein paar Blümchen stehen haben und die theoretisch auch wegmachen könnten und es würden neue entstehen. Wenn die... Da. Ja, wie gesagt, alles was wir über die Annihilation Planes einsammeln, landet hier drinne und das können wir auch aus dem E-System sehen. Durch die Subnetzwerke. Wir haben die ganzen Mystical Flower. Das heißt, ich habe immer genügend Mystical Flower. Über 1800 von jedem. Sollte reichen. Ja. Das ist wirklich. Also, das finde ich immer noch eine sehr schöne Automatisierung. Auch wenn die Dinger hier immer so doof sind. Alle Mobs fallen immer da auf die Dinger drauf und bleiben dann hier oben stehen. Also, das ist ein bisschen verpackt. Wenn die auf so einem Model stehen, dann rasten die anscheinend aus. Naja. Gut, ja. Wie gesagt, das ist im Endeffekt so eine kleine Automatisierung nochmal gewesen. Mehr schaffe ich auch gar nicht. Das kann ich dann auch das nächste Mal zeigen. Die Automatisierung. Mal gucken, vielleicht schaffen wir dann das Void schon. Mal schauen. Dann werden wir nochmal die kleine Stelle da hinten schön ausbauen. Und dann. Ne, ich weiß gar nicht, ob ich es nächste Folge schaffe. Muss ich mal gucken, wie ich durchkomme. Naja. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant, informativ.
Na gut. Die Person, die das geschrieben hat, guckt wahrscheinlich eh nicht dieses Video. Also was ich am Anfang des Videos hatte, die guckt wahrscheinlich dieses Video eh nicht. Die war nur einmal auf dem Kanal und hat es geschrieben und gemacht. Aber falls sie jetzt noch dran sein sollte, was sogar noch unwahrscheinlich ist, nochmal danke. Okay, dann einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ja. Auf Wiedersehen. Tschüss und ja. Gut, ja, ich einfach ciao. Bis zum nächsten Mal.